Hier im Bürgerpark klettert nicht etwa ein Hobbybaumkletterer. Er ist ein Fachmann, der im Auftrag des Städtischen Amts für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt Reutlingen eingesetzt wird. Denn aggressive Pilze und Schädlinge, der Klimawandel, der absinkende Grundwasserspiegel und Unwetter sorgen für etliche Baumschäden, die regelmäßig fachmännisch überprüft werden müssen. Bei den regelmäßigen Baumpflege- und Baumkontrollen werden je nach Brisanz der Schäden kurz- oder mittelfristige Maßnahmen umgesetzt, wie etwa die Entfernung von Totholz, die Einkürzung der Baumkrone, der Einbau von starken Seilen zur Sicherung oder in seltenen Fällen die Fällung eines Baumes. Rund 40.000 Bäume müssen so in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden. Wie das Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt Reutlingen mitteilt, sei der Bestand insgesamt rückläufig. Unter anderem tragen der Einsatz von Streusalz, Hundeurin, Aufgrabungen und Baustellen sowie ein schlechter Boden negativ dazu bei.